Betriebsfernsehen mit am Start natürlich der Flattestent. Wir haben ihn ja befördert, nicht wahr, Flatty? Juna schleicht hier auch irgendwo rum. Ich glaube, Juna holt noch Frühstück. Und ich hoffe, dass ihr alle was zum Futtern da habt. Ich kann erst nach dem Vlog frühstücken. Ich muss nämlich erst einkaufen gehen. Es ist nicht mehr ganz so viel in der Vorratskammer. Aber zuerst wollen wir das machen, was wir schon vor ungefähr, naja, knappen 8 Stunden hätten tun sollen. Nämlich über die Nachrichten reden. Und davon haben wir heute einiges. Der Themenzettel ist gut gefüllt, dafür, dass es noch so früh am Morgen ist. Und naja, gut, ist jetzt zwar kein Late Night, aber es ist ja Samstag, das heißt, viele sind vielleicht noch gemütlich im Bett und können sich dann wie gewohnt ihr Vormittagsfernsehen anschauen. Deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt um 7.40 Uhr. Ist für die Spätaufbleiber vielleicht gerade noch so, eine Zeit, wo sie noch wach sind, und für die anderen, die dann später aufstehen, die haben dann ihr Frühstücksfernsehen da. So, fangen wir an. Als erstes mit einer Meldung, die wir, ich glaube, gestern oder vorgestern schon hatten und auch da ziemlich uns da ziemlich drüber belustigt haben. Hoffe ich zumindest, dass es ein bisschen lustig war. Wir schauen nämlich mal in Richtung NTV. Es gibt Neuigkeiten vom Opa aus Amerika. Gab ja einen großen Skandal letzten Sommer. Angeblich hätte Donald Trump da so und hunderte Geheimdokumente zu Hause in Florida aufbewahrt. Da hat sich besonders der Opa echauffiert ohne Ende. Also wirklich, how dare you, wie verantwortungslos das wäre und ganz, 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 ganz schlimm und böse. Und nun kam blöderweise raus, naja, Opa, du hast offensichtlich ebenfalls Dokumente, die als Verschlusssache gekennzeichnet sind, nicht nur mit in alte Büros getragen, sondern sogar in die eigene Garage. Und wir haben ja da schon die Rechtfertigung gehört, ja, die Garage wäre ja abgeschlossen gewesen. Das macht sie dann halb so wild. Hatten wir. Gestern muss es gewesen sein. Es wäre ja eine abgeschlossene Garage und deswegen, naja, ist ja, kann man ja übergehen, nicht wahr? Ja, da habe ich gestern schon gesagt, das Anwesen von Donald Trump in Florida war sicherlich auch abgeschlossen. Also insofern, ergibt nicht sonderlich viel Sinn, die Argumentation. Aber es wird noch abstruser. Denn nun wurde nachgeschoben, könnt ihr bei NTV nachlesen, dass sich nun dafür gerechtfertigt wird, es wäre ja ein Versehen gewesen. Man hätte diese Geheimdokumente ja versehentlich verlegt. Also jetzt frage ich mich schon, wie man aus Versehen als Verschlusssache gekennzeichnete Dokumente in die Garage tragen kann. Ist es nicht eigentlich so, dass die Dinger nicht mal den Raum, in dem sie gelesen werden, für gewöhnlich verlassen dürfen? Also eigentlich war das doch mal so vorgesehen, oder? Wie kommen sie dann also in die private Garage des ehemaligen Vizepräsidenten? Und das soll dann ein Versehen gewesen sein? Das schreit schon so ein bisschen nach fortgeschrittener Demenz. Also ohne mich darüber lustig machen zu wollen, aber es gibt ja so dieses Klischee, wenn man plötzlich den Schuhanzieher in den Kaffee, nicht in den Kaffeebecher plötzlich, in den Kühlschrank legt. Oder wenn man plötzlich das Essen statt in den Kühlschrank, ach keine Ahnung, in den Badezimmerschrank packt, dann ist das ja so ein bisschen Tüteligkeit. Nur geht es da selten um irgendwelche Regierungsunterlagen und selten hat man sich vorher ein paar Monate noch darüber echauffiert, dass der Vorgänger angeblich auch was mit nach Hause genommen hat. Also an der Stelle Doppelmoral, sondersgleichen. Nun rechtfertigt man es nicht nur damit, dass die Garage hier abgeschlossen gewesen wäre. Nein, es wäre ja auch noch ein Versehen gewesen. Ja, hat er versehentlich die Geheimunterlagen aus dem Regierungsgebäude rausgetragen, hat sie versehentlich mit nach Hause genommen und dann ganz versehentlich in der Garage abgelegt. Und ist dann jahrelang vergessen? Ein Schelm, wer Böses denkt. Aber hey, Hauptsache wir echauffieren uns darüber, dass die anderen das gemacht haben, nicht wahr? Die bösen Republikaner. Ist dann eben immer ein bisschen lächerlich, wenn man selber offensichtlich im Glashaus sitzt. Aber schauen wir uns die nächste Meldung an. Jetzt haben wir was, wo wir wirklich drüber lachen können, und zwar so richtig. Das hat die Bild-Zeitung für uns. Es geht nämlich mal wieder um den Maulkorbwahn vom Piratenkapitän. Beziehungsweise es geht darum, dass unser Piratenkapitän nun plötzlich einknickt. Erinnert ihr euch noch daran, dass wir vor 1-2 Tagen darüber gesprochen haben, dass der bundesweite Maulkorbwahn im Fernverkehr noch nicht aufgehoben werden kann? Das wäre ja zu früh. Also vielleicht könnte man es eher, also vor dem 7. April irgendwann aufheben, aber man weiß es noch nicht genau. Jetzt ist es auf jeden Fall noch zu früh. So das Statement vom Piratenkapitän am Mittwoch. Am Freitag sieht das gänzlich anders aus, denn da wurde nun mitgeteilt, naja, vor 2 Tagen war es zwar noch zu früh, das aufzuheben, und wir müssen ja abwarten und die besonders vulnerablen Gruppen und alles ganz gefährlich. Am Freitag, aber 2 Tage später, heißt es plötzlich, also eigentlich haben wir keine Rechtfertigung mehr dafür und deswegen heben wir es jetzt zum 2. Februar auf. Okay, binnen 2 Tagen ist es plötzlich nicht mehr viel zu früh und alles ganz gefährlich? Ja, was für ein Sinneswandel!
Ich gehe davon aus, das liegt maßgeblich daran, dass man mitbekommen hat, es kommt in der Bevölkerung nicht mehr ganz gut an. Man kann es wirklich nicht mehr argumentativ rechtfertigen, warum man mit Maulkorb im ICE sitzen soll. In der U-Bahn geht es aber ohne. Oder auf dem Konzert ohne rumspringen darf. Aber wenn man dann hinfährt mit dem Fernverkehrsbus oder mit dem Fernverkehrszug, dann darf man da nur mit Maulkorb hocken. Das ist natürlich völlig irre. Das kommt offensichtlich mittlerweile auch beim Captain Gammelahn an. So, nun also das offizielle Statement. Ab dem 2. Februar wird der Maulkorb auch im Fernverkehr eingemottet. Eigentlich selbstverständlich, aber man sieht einmal mehr, was für ein willkürlicher Wahn da abgeht. Mittwoch wird groß rumgetönt, es wäre viel zu gefährlich, und Freitag heißt es plötzlich, naja, eigentlich haben wir gar keine Berechtigung mehr dafür oder keine Begründung mehr dafür. Eine Berechtigung ist fraglich, ob es die jemals gab. Haben wir gar keine Begründung mehr für. Deswegen müssen wir es jetzt doch aufheben. Und deswegen heben wir es doch auf zum 2. Februar. Ja, warum dann erst zum 2. Februar? Das hat auch die Opposition gefragt. Von Seiten der CDU wurde auch eingehakt und mitgeteilt, na, eigentlich müsste es unverzüglich aufgehoben werden. Warum erst in 2 Wochen? Das ist genauso Willkür wie diese Aussage, dass es angeblich viel zu früh wäre. Aber immerhin etwas, ich weiß nicht, ob man das jetzt positiv bezeichnen möchte, eigentlich etwas Selbstverständliches. Künftig der ÖPNV dann wieder ohne Sklavenlappen zugänglich. Ich denke, das ist durchaus eine Meldung, mit der man gerne in den Samstagmorgen startet, aber es zeigt wieder diesen Irrsinn, der da abgeht. Mittwoch absolut auf keinen Fall eher aufheben oder jetzt noch nicht aufheben, viel zu schlimm. Wir wissen noch nicht, ob wir es eher aufheben können. Freitag, naja, ab übernächste Woche Geschichte. Jo, geil. Und übermorgen heißt es dann, nee, jetzt müssen wir das aber sofort wieder rückabwickeln, weil alles ganz gefährlich. Und dann 3 Tage später wieder, ach nee, jetzt haben wir keine Begründung mehr. Also es ist so ein absurder Quatsch, der bei der Hampel abgezogen wird, aber das kennen wir ja. Kommen wir weiter zur nächsten Meldung. Da haben wir nämlich, was nehmen wir denn? Wir haben so einiges Witziges heute. Irgendwie ist das alles ziemlich belustigend. Aber das ist ja auch ganz schön, wenn wir mit was Lustigem in den Tag starten. Wir gucken mal zum Lüge. Der hat etwas vom Senilus für uns. Man muss dazu sagen, die Primärquelle ist eigentlich die TAZ, die Taz. Die mag ich aber nicht. Deswegen habe ich einen Lügelartikel für euch. Den mag ich zwar auch nicht, aber immerhin ist er, gut. Ich wollte gerade sagen, besser als die Taz. So weit will ich mich dann doch nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich möchte dann doch lieber den Lügel als Schriftquelle für euch anführen als die Taz. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Das ursprüngliche Interview ist aber trotzdem in der Taz erschienen. Der Lügel hat dann darüber berichtet. Und zwar scheint unser Senilus plötzlich so ein paar kleine Anflüge von, wie bezeichnet man das denn, Rationalität zu haben. Den fällt plötzlich auf, naja, also eigentlich ist er ja kein Fan davon, dass sich der Staat in Privatangelegenheiten der Bürger einmischt, beispielsweise beim Thema, was kommt auf den Teller und wie bewegt man sich von A nach B. Denn wir wissen ja, ist ja mittlerweile gang und gäbe in der Hampel, Verbote sind der neue geile Scheiß. Und am liebsten würden sie uns allen verbieten, mit dem Auto zu fahren, weil böser Weltuntergang, aber auch nur in Absurdistan. Und Fleisch essen geht gar nicht, nicht wahr? Wenn es nach den Grünlingen geht, dann lutscht er alle am veganen Stein. Vielleicht dürft ihr noch irgendwelche aus Südamerika importierte Sojapampe euch reinziehen. Das ist aber auch das höchste der Gefühle. Passt nicht so richtig in die grüne Ideologie, dass man mitunter eben was anderes essen möchte, als uns eine Ricarda oder sonst wer propagiert. Und bei der Ricarda, naja, da müssen wir nicht drüber reden. Die Grünen stehen auf Verbote. Und bei der SPD war es in den letzten Monaten ja auch so, habe zumindest ich den Eindruck gewonnen, die finden das auch ganz geil. Nun aber kommt der Senilus und ist plötzlich dagegen. Er hat offen, also relativ wörtlich gesagt, er ist kein Anhänger der Verzichtserzählungen. Er findet es also nicht gut, wenn man sich hinstellt als Politiker und anderen erzählen will, ihr dürft das nicht machen und ihr dürft das nicht machen und das auch nicht. Okay, kein Anhänger der Verzichtserzählungen, also eher des Verbotsfetischismus an der Stelle, aber da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Ich bezweifle, dass Senilus da nicht draufsteht. Ich kaufe ihm das nicht so richtig ab, aber auf der einen Seite Aussagen, man ist kein Anhänger davon, man findet das also nicht gut. Auf der anderen Seite aber mit den Grünen ins Bett springen. Die Grünen bestehen de facto aus Verbotspolitik. Die haben kaum was anderes im Programm. Da geht es nur um Verbote, Verbote, Verbote. Und zwar alles verbieten, was den Grünen nicht gefällt. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, wie man es dann offensichtlich rechtfertigen kann, dass man mit dieser Partei eine Regierungskoalition geschlossen hat. Senilus nun also, naja, steht ja auch die Neuwahl in Berlin an, nicht wahr? Vielleicht auch so ein bisschen Wahlkampftaktik, auch wenn der Senilus selber nicht zur Wahl steht. Nun ist er angeblich plötzlich dagegen und hat gesagt, dass die Bürger selbst entscheiden müssen, wie sie sich fortbewegen. Ach so? Ich dachte, wir haben Weltuntergang, das haben uns die Grünen erzählt. Und jetzt plötzlich sollen die Bürger selbst entscheiden, wie sie sich fortbewegen? Finde ich ja sehr sympathisch. Also ich meine, das ist ja das, das besprechen wir seit mittlerweile, ich glaube, 4 Jahren. Oh, seit was? 5 Jahren machen wir jetzt. Nee, wann haben wir angefangen mit Vlogs? Ich glaube, 2018. Wir sind schon eine ganze Weile dabei. Und fassen wir es so kurz zusammen. Und das ist hier im Prinzip das, was wir
regelmäßig ich euch direkt wirklich sage, ihr im Chat entsprechend euch austauscht. Natürlich obliegt es jedem selbst, wie er von A nach B kommen will. Ob er da ein Lastenfahrrad für nimmt, ist seine Sache, genauso wie seine Sache ist, ob er mit einem fetten Dodge Ram auf einem V8 Diesel vorgefahren kommt. Das entscheidet bitte jeder, so wie er es bevorzugt. Bei den Grünlingen sieht es aber so aus. Du musst Lastenfahrrad fahren und da darfst du mit dem Auto nicht hin und alles böse. Ja, kann man mal machen. Das Problem ist nur, dass das mitunter bei der Bevölkerung, bei den Wahlen nicht ganz so gut ankommt. Und möglicherweise deswegen jetzt dieses komische Interview, bei dem rausgehauen wurde. Ja, die Bevölkerung muss ja selber entscheiden, wie sie sich von A nach B bewegt. Wie sie, was sie essen möchte. Und das ist ja nicht die Sache des Staates, sich da einzumischen. Ja, warten wir mal ab, was dabei davon noch übrig ist, wenn es dann mal wieder um irgendeine Grünlingsforderung geht, die die SPD gefälligst mittragen soll. Da bin ich mir relativ sicher, dass von den Lippenbekenntnissen des Sininos nicht mehr ganz so viel übrig ist, wenn es dann mal wieder darum geht, irgendein neues Verbot hochzuziehen oder da irgendeine Verbotszone einzurichten. Ich fürchte, dass die SPD nach wie vor ein ziemlich dankenswerter Gesprächspartner, der bei den Grünen nicht allzu viel Kontra gibt. Aber hey, immerhin in dem Interview etwa einen Monat vor der Neuwahl in Berlin gibt man sich nun als, ich hätte es fast Bürgerrichter gesagt, aber nee, so ist es ja auch nicht, da gibt man sich plötzlich so, als würde es einem ja nichts angehen, was die Bevölkerung in ihrem Privatleben tut. Ja, es ist ja korrekterweise auch so, nur ist es eben nicht sonderlich glaubwürdig an der Stelle. Schauen wir mal, ob Senilus das auch durchgesetzt bekommt in der Hampel. Da wir aber gerade beim Thema Hampel schon sind, können wir da auch gleich noch bleiben. Da gibt es nämlich einen ziemlichen Paukenschlag, der gestern nur ziemlich reingehauen hat in der Berichterstattung. Und zwar hat so ziemlich jeder da relativ umfangreiche Schlagzeilen gebracht. Die Sache ist allerdings, das gleich vorweg, ich habe es auch mit in die Überschrift geschrieben, weil es wirklich eines der größten Themen der nächsten Woche sein wird, schätzungsweise. Aber es ist noch unbestätigt, mehr oder weniger unbestätigt. Die Zeit hat aber unter anderem berichtet, dass es wohl danach ausschaut, dass unsere Dolores hinschmeißt. Dolores Amprit, die Verteidigungsministernde, die wird wahrscheinlich am Montag ihren Rücktritt erklären. Und das ist ja so eine Thematik, die hatten wir schon einige Male. Gab ja im Prinzip die letzten Monate nicht allzu viel Positives zu berichten. Oh, es reicht mir langsam. Ich muss mal eben den Horst rausschmeißen. Ich weiß nicht, was der momentan für einen Film schiebt. Ich muss ihn schon auf Discord blockieren, die mit auf Discord unterwegs sind, die haben das sicher mitbekommen. Immer wenn der auftaucht, ist er nur am Rumprovozieren, die ganze Zeit nur irgendwie die Leute gegeneinander aufhetzen und dann steckt da permanent seine Nase in irgendwelchen Sachen, die ihn nichts angehen. Könnt ihr auf Discord ja nachlesen. Deswegen jetzt nicht wundern, ich habe ein temporäres Timeout gegeben, der muss sich erstmal wieder ein bisschen klar darüber werden, dass es ihn nichts angeht, was andere Leute in ihrer Freizeit tun. Wenn er das verstanden hat, ist er wieder herzlichst willkommen in der Community. Aber diese permanente Anspruchsmentalität nach dem Motto, ich will was und du musst jetzt springen und wenn du es nicht machst, bist du böse, die hängt mir so zum Hals raus. Lieber Horst, wir sind nicht deine persönlichen Privatunterhalter. Wenn wir etwas machen, was dir nicht gefällt, dann hast du das hinzunehmen. Beispielsweise so Sachen wie, wir spielen gemeinsam Pferdespiel und Mr. Horst kotzt sich auf Discord aus, dass das hier, wie böse das doch wäre und dass das hier, wir hocken ja die ganze Zeit nur vom Computer und how dare you. Und hetzt dann alle gegeneinander auf, die nicht mitspielen. Also es geht mir wirklich auf den Sack und deswegen hat er jetzt ein temporäres Timeout gekriegt. Offensichtlich ist er ein bisschen eifersüchtig, wenn er mal nicht die erste Geige spielt. Und das scheint er jetzt auch im YouTube-Chat durchziehen zu wollen. So, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir wollen ja über die Nachrichten reden und nicht über das Verhalten eines offensichtlich zu groß gewachsenen Kleinkindes. Deswegen gucken wir uns die nächste Meldung an oder bleiben noch bei unserer Meldung. Und schauen noch mal ein bisschen zurück zur Verteidigungsministerin, die sich in den vergangenen Monaten ja im Prinzip einen Fehltritt nach dem nächsten geleistet hat. Mittlerweile als unbeliebteste Politikerin gilt, die Nancy ist da nicht weit von entfernt, aber die Dolores, die hat wirklich den Vogel abgeschossen an der Stelle, ist immer wieder damit aufgefallen, dass er offensichtlich kein Gespür für die Thematik hat, um die sie sich kümmern sollte in der Politik, nämlich Verteidigungspolitik, kein Gespür für die Belange der Bundeswehr, es ist jetzt ein bisschen blöd als Verteidigungsministerin. Und dazu kommen noch so Geschichten wie die privaten Helikopterflüge mit Sohnemann und Konsorten. Dazu diverse Instagram-Skandelchen, wo der Sohnemann dann die Fotos aus dem Regierungsflieger gepostet hat, wo man teilweise das Cockpit sehen konnte. Ist jetzt auch nicht unbedingt ganz so geil, jetzt aus sicherheitstechnischen Gründen. Da ist auf jeden Fall einiges aufgelaufen. Das letzte große Thema rund um Dolores war da nicht etwa mal eine politische Leistung. Nee, da ging es dann darum, Silvestervideo. Da ist ja offensichtlich kurz vor Mitternacht noch aufgefallen, ich bräuchte ja als
Regierungsmitglied noch irgendwie eine Neujahresrede. Und da hat sie sich dann nach Berlinistan gestellt, rundherum ging die Böller hoch und hat da einen Schwachsinn rausgehauen, so dieses typische Politikergequassel, was man kaum verstanden hat, weil es rundherum natürlich geknallt hat, das ist ja klar an Silvester. Dann sprach sie von einem Krieg in Europa und alles ganz, ganz schlimm. Und das war eben eine etwas groteske Situation, wenn dann rundherum eben die Böller hochgehen und das die ganze Zeit nur knallt und da die Oma steht mit einem Blick wie gerade in die Hose gemacht, überhaupt nicht weiß, was er eigentlich erzählen will, sich offenbar keine Gedanken drüber gemacht hat und dann noch nicht mal in der Lage ist, es einigermaßen vernünftig aufzunehmen, was man von einem Regierungsmitglied oder generell von jemandem mit einem Beraterstab und mehreren 10.000 Euro pro Monat zur freien Verfügung eigentlich voraussetzen könnte, dass man sich A, einen Kopf drüber macht und dass man es B, einigermaßen sinnvoll umsetzt. Dieses groteske Silvestervideo war dann vielleicht der Tropfen, der das Fass am Ende zum Überlaufen gebracht hat. Und nun munkelt man medienübergreifend, also es ist eine leider dubiose Quelle, nach übereinstimmenden Medienberichten hieß es, naja, gut, und wer ist der Urheber? Man munkelt nun, dass sie am Montag ihren Rücktritt erklären möchte. Es gab auch ein Statement gestern Abend vom Verteidigungsministerium. Die haben gesagt, dass sie diese Gerüchte zwar vernommen haben, aber, naja, sie wollen sich dazu nicht äußern. Na gut, da frage ich mich, was man da jetzt sich groß äußern muss. Also entweder das trifft zu, das trifft nicht zu. Warum macht man da jetzt so Geschiss drumherum? Es sind schon Nachfolger im Gespräch, unter anderem die Eva Högel könnte wohl möglicherweise folgen, aber das ist natürlich auch alles noch so der Buschfunk, das ist alles noch so die Gerüchteküche. Ich hoffe nur, dass die Strack-Zimmermanns nicht wird, denn na klar, so sehr mir die FDP von denen, die immer in der Regierungskoalition sind, noch am sympathischsten ist, was nicht heißt, dass ich die FDP noch mag, das haben sie verschissen in den letzten 3 Jahren, aber so sehr mir die FDP grundsätzlich die sympathischsten von den dreien sind, wenn man nur noch die Grünen und die SPD zur Auswahl hat, ist das nicht schwer. So sehr hoffe ich, dass es die Strack-Zimmermann nicht wird. Denn ganz ehrlich, diese in meinen Augen kriegsgeile Oma, die sollte in keinster Weise irgendwo den Zugriff auf irgendeine Militärtechnik bekommen. Aber warten wir es mal ab. Die ist zumindest aktuell noch nicht angeführt worden als mögliche Nachfolgerin. Jedenfalls in dem Zeitbericht nicht. Aber jedes Medienportal hat da gerade seine andere Auswahl, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ganz weit oben steht wohl aktuell in den Spekulationen die Högel. Warten wir mal ab. Zur Högel kann ich nicht viel sagen, habe ich mich nie mit beschäftigt. Spannend ist aber, dass man da so einen riesen Affentanz drum macht. Denn wo ist denn nun die große Problematik zu sagen oder zuzugeben, wenn das denn stimmt, dass sie am Montag zurücktreten will, dann muss das doch intern längst bekannt sein und Senil ist ja offenbar auch schon unterrichtet worden sein, wenn die Gerüchte denn stimmen. Wo ist denn dann das Problem zu sagen? Ja, es wird wohl personelle Veränderungen geben, aber ein endgültiges Statement werden sie am Montag dann von uns bekommen. Es wird doch viel sinnvoller, viel transparenter, als sich hinzustellen und zu sagen, dazu sagen wir jetzt aber nichts. Ja, wie so ein bockiges Kleinkind, nach dem Motto, böse Presse, dann wie könnt ihr es euch denn erdreisten, von uns wissen zu wollen, ob die Oma am Montag zurücktritt? Also es ist ja ein gewisses öffentliches Interesse, was das angeht. Ist ja durchaus auch so, dass wir alle die Arbeitgeber von der Dolores sind, dass wir sie bezahlen. Und dann hat man eben schon als, naja, Geldgeber an der Stelle, als Finanzier der Hampel, eine gewisse Berechtigung zu wissen, wenn da jetzt irgendwer keinen Bock mehr hat oder jemand Neues nachrutscht, wenn da irgendwas im Argen liegt. Ist doch nichts Verwerfliches. Warum kann man am Freitagabend nicht sagen, ja, es wird wohl personelle Änderungen geben, aber genaueres dann am Montagmorgen, dann wären doch alle zufrieden. Ne? Wir haben die Gerüchte vernommen, aber wir reden da nicht drüber, wir sagen da nichts zu. Naja, das nicht darüber reden wollen, das ist doch dann im Prinzip schon ein Eingeständnis, dass was dran ist, oder? Sonst hätte man die Gerüchte ja zurückweisen können, wenn es nicht so wäre. Aber gut, so viel zum Thema Umgang der Verteidigungsministern mit... Ja... Mit der Transparenz mal wieder. Gucken wir uns stattdessen die nächste Meldung an. Warten wir mal ab, was dann die offizielle Begründung sein wird. Die Zeit teilt mit, dass wohl der Druck mittlerweile zu groß wird. Naja, der Druck war ja eigentlich schon seit Monaten relativ groß und das jetzt nicht von ungefähr. Man wird sich vielleicht wieder hinstellen und argumentieren wollen. Es wären ja alle so böse, weil sie eine Frau ist und deswegen wird sie ja so sehr kritisiert. Nee, mit dieser Schiene wird man die Dolores da nicht rausgezogen bekommen, denn die Liste der Verfehlungen, die ist ja nun wirklich... elendig lang. Könnte man jetzt wie in diesen Comedy-Sendungen so eine Papierrolle ausrollen. Helikoptermutti-Skandal, irgendwelche dubiosen Lobby-Skandale, die im Hintergrund sind. Dann ihr komisches Rumgestöckel, wie sie da mit ihren, naja, Silvester-Video. Wir haben ja im Prinzip so ziemlich jeden Skandal, der hochkam im Vlog, im jeweils damals aktuellen Vlog besprochen. Ich glaube, wisst ihr alle, dass Dolores vielleicht nicht die Idealbesetzung ist und das große Rohr, das in die Luft schießt und nicht wissen, was der Panzer ist. Und, naja. Also als Verteidigungsministerin, da könnte man erwarten, dass man zumindest über die
gepanzerten Fahrzeuge der Bundeswehr ein bisschen unterrichtet ist. Sollte zumindest so sein. Ansonsten, wenn sie jetzt, wie auch immer, eine Staatssekretärin irgendwo im Familienministerium wäre, okay, da muss sie sowas nicht wissen. Aber als Verteidigungsminister sollte man wissen, was ein Panzer ist. Und wenn man das nicht kann, nach fast einem Jahr im Amt, dann ist das schon ein bisschen traurig. Aber lassen wir die Dolores mal Dolores sein. Wir werden am Montag sehen, ob sie nun zurücktritt oder eben nicht. Oder ob sie doch noch am langen Rohr, das in die Luft schießt, festhalten will. Oh, so eine schlecht bezahlte Posten. Schauen wir uns stattdessen die nächste Meldung an. Die führt uns nach Berlin. Da hat der Fokus berichtet, dass es schon vor der Wahl die ersten sogenannten Pannen gibt. Denn wir wissen, am 12. Februar soll in Berlin die Wahlwiederholung stattfinden, sofern es denn stattfindet. Das steht ja auch noch in den Sternen. Man redet zwar nicht drüber, aber es laufen ja, soweit ich weiß, immer noch irgendwelche Beschwerden gegen die Wahlwiederholung. Ja, warum man sich gegen den demokratischen Prozess einer Wahl beschwert, erschließt sich mir auch nicht so richtig, lässt relativ tief blicken. Aber das ist nun mal Absurdistan im Jahr 2023 mittlerweile. Wir hatten schon vor ungefähr 2 Wochen darüber gesprochen, dass man sich offensichtlich nicht mal beim Termin so richtig einig ist. Denn bei der englischen Wahlbenachrichtigung, bei den internationalen Papieren, die rausgegangen sind, gibt ja auch Leute, die, ja, was weiß ich, warum auch immer sie dann wahlberechtigt sind für eine Bundestagswahl, warum man das auf Englisch rausgibt, ich weiß es nicht. Eigentlich als Wahlberechtigter sollte man doch eine Staatsbürgerschaft haben und dann auch gewisse Sprachkenntnisse nachweisen können. Aber okay, auf jeden Fall haben sie die Wahlbenachrichtigung auch auf Englisch rausgeschickt und haben die auch kurzerhand auf den 12. September vertagt, die Wahl. Das ist faszinierend. Da kriegt dann der englischsprachige Wahlberechtigte eine Wahlbenachrichtigung für den 12. September. Ja, ist die Wahl aber eben schon ein paar Monate durch, ist dann ein bisschen blöd. Denn der richtige Termin ist natürlich der 12.2. Das ist aber noch die kleinere Verfehlung an der Stelle. Es wird noch viel abstruser. Fast schon lustig sind Wahlplakate mit falschen Kandidaten, die gar nicht zur Wahl stehen. Hat man offensichtlich die Wahlplakate aus dem vorletzten Jahr recycelt. Ist so ein bisschen hat man versucht, sich dann rauszureden und zu sagen, ja, eigentlich sollte das ja noch überplakatiert werden. Okay, warum hängt man es dann überhaupt erst auf? Es wäre ja die Firma schuld, die es aufgehangen hat. Es sollte ja eigentlich so sein, dass dann, wenn die Plakate hängen, die neuen rübergeklebt werden. Ja, da hätte man aber eigentlich direkt im Lager die neuen Plakate rüberkleben können und das dann aufhängen können. Das ist doch viel, viel praktikabler, oder? Offensichtlich hat man verpeilt, dass man ja vielleicht ein paar aktuelle Plakate brauchen könnte und hat kurz an die alten wieder aufgehangen. Das an der Stelle so ein bisschen Satire fast noch, wird aber noch ordentlich brisanter, wenn wir darüber reden, dass bereits erste Briefwahlstimmen ungültig sind. Richtig. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass im Radio bei 94.3 RS2 in den vergangenen Tagen permanent Briefwahlpropaganda gemacht wurde. Immer wenn ich das Radio angemacht habe, wurde so die Briefwahl gehypt. Ihr müsst die Briefwahlunterlagen anfordern und bloß per Brief wählen, nicht selber hingehen. Es ist viel cooler, zu Hause zu sitzen und das alles per Brief zu machen. So, der ein oder andere ist auf sowas reingefallen, auf solche Werbekampagnen, und der kriegt jetzt so ein bisschen sein Fett weg. Denn jetzt kam raus, wer die FDP gewählt hat, mitunter. Dessen Stimme ist ungültig. Denn ein FDP-Kandidat aus Neukölln, der steht gar nicht mehr zur Wahl. Der hat zwar im Herbst 2021 kandidiert, das war soweit richtig, der ist aber zwischenzeitlich umgezogen, der wohnt gar nicht mehr in Berlin, der ist überhaupt nicht mehr berechtigt, sich wählen zu lassen, und es gibt keinen Nachfolger. Heißt, der steht noch drauf auf den Briefwahlunterlagen. Der konnte auch gewählt werden, der wurde wohl sogar gewählt. Aber da er überhaupt nicht mehr gewählt werden darf, ist diese Stimme de facto ungültig. Es wurde ein ungültiger Kandidat gewählt. Man hat den Briefwählern vorgegaukelt, ihr könntet den Mann wählen, und de facto war er längst verzogen und einen entsprechenden Nachrücker oder neuen Kandidaten gab es nicht. Ja, und wie passt das jetzt mit freien, gleichen und geheimen Wahlen zusammen? Denn eigentlich, wenn das jetzt ungültige Stimmen sind, müssten die Betroffenen doch die Möglichkeit haben, neue Unterlagen anzufordern, oder? Also es ist ja nicht so, dass ihre Stimmen ungültig sind, weil sie die ungültig machen wollten. Nee, es ist ja ein Vergehen beim Wahlleiter. Sie haben offensichtlich nicht aufgepasst und falsche Kandidaten draufgeschrieben. Da kann ja der Wähler nichts für. Der will dann vielleicht seine Stimme woanders hingeben, einem anderen Kandidaten oder wie auch immer. Wenn der aber jetzt sich melden muss, um neue Unterlagen zu kriegen, und sagt, er hat den und den gewählt und damit ist meine Stimme jetzt ungültig, ich würde gerne neue Unterlagen beziehen, dann ist doch die Wahl nicht mehr geheim. Und wie will man denn prüfen, wer dann neue Unterlagen kriegt und wer nicht? Schwierig, oder? Stellt euch mal vor, jemand, der seine Briefwahlunterlagen abgeschickt hat, die Grünen gewählt hat, behauptet jetzt einfach, er hätte den nicht mehr antretenden Kandidaten gewählt, im Glauben, dass er noch zur Wahl steht, er will jetzt nochmal wählen. Kriegt er einen zweiten Briefwahlbogen oder wie? Und darf er dann nochmal wählen? Also im Prinzip kann man diese Wahl, so wie sie ist, doch gleich nochmal komplett auf Null setzen. Da kann man doch jetzt schon die nächste Wiederholung ankündigen. Wenn man schon bei solchen kleinen Sachen ungefähr einen Monat vor der Wahl die ersten ungültigen Stimmen durch Inkompetenz produziert.
muss man für finden. Man kann ja nicht sagen, man kann sich ja nicht hinstellen und sagen, so ist alles ungültig. Also die jetzt schon abgegebenen. Bei den anderen, das passt dann schon irgendwie. Wer den FDP-Mann wählt, der hat halt eine ungültige Stimme. Ja, Verzeihung, das ist aber dann auch keine gleiche, faire und geheime Wahl. Müsste man eigentlich alle Briefwahlunterlagen neu rausschicken. Und zwar so, dass sie unterscheidbar sind von den alten. Damit da keiner zweimal was abschicken kann. Nämlich die alten und die entsprechend korrigierten Unterlagen. Ja, macht man das? Ja, da haben sie noch keine Lösung für. Zumindest wurde da noch nichts vermeldet. Es gibt aber noch was, was ebenfalls in Richtung Realsatire geht, nämlich das Thema Wahlbeobachtung. Der Landeswahlleiter in Berlin möchte nun Beobachter vom OSZE haben. Er will internationale Wahlbeobachter nach Berlin holen, um das Vertrauen in die Demokratie wiederherzustellen, um zu gewährleisten, dass alles korrekt abläuft. Also wenn die Beobachter dann eintreffen und erfahren, dass Stimmen ungültig sind, weil die Wahlunterlagen fehlerhaft sind, ja, dann fliegen die doch gleich wieder heim. Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, wenn eine Wahl beobachtet wird. Und in Berlin ist es definitiv auch notwendig. Von wegen, er will das Vertrauen wiederherstellen. Nee, das sollte eigentlich eine Voraussetzung, eine gerichtliche Auflage sein, dass die Wahl beobachtet wird, nach dem, was da abgelaufen ist. Und noch viel besser als irgendeine komische NGO oder irgendeine komische Organisation wäre es, wenn möglichst viele Wahlberechtigte nach der Stimmabgabe im Wahllokal verbleiben und selber zugucken. Es wäre nämlich dann eine dezentrale, unabhängige Wahlbeobachtung. Das ist die definitiv beste Methode, denn irgendwelche Vereinigungen, irgendwelche Organisationen, ja gut, da muss man ja da schon ein gewisses Vertrauen haben, dass da alles korrekt abläuft. So, bei unkoordinierten, unabhängigen Wahlbeobachtern, nämlich jeder einzelne Wahlberechtigte, der ein gewisses Interesse daran hat, dass seine Stimme korrekt gezählt wird, da kann man nicht einfach mal irgendwie bestechen oder sich da irgendwie im Hinterzimmer absprechen. Da wird das schon, dann schon ein bisschen schwieriger. Aber schön, wie man sich jetzt hinstellt als Land Berlin und anfordert, bei uns ist alles so toll. Deswegen bitte OSZE, beobachtet uns, um das Vertrauen wiederherzustellen. Also das sollte nun keine freiwillige Maßnahme zur Vertrauenswiederherstellung sein, dass da jemand hinguckt. Das sollte eine gerichtliche Auflage werden, damit sowas, was vor eineinhalb Jahren passiert ist, sich nicht nochmal wiederholen kann. Wird jetzt so getan, ja, wir wollen ja, dass ihr zuschaut. Ja, von wegen. Also man kriegt es nicht hin, das richtige Datum zu kommunizieren. Man kriegt es nicht hin, die richtigen Kandidaten auf die Wahlunterlagen zu drucken. Und, ja, das Banale, man kriegt es nicht mal hin, die richtigen Wahlplakate auszuhängen. Dafür sind ja die Parteien selber zuständig, das nehmen wir raus. Also man hat schon zwei handfeste Verstöße oder zumindest Unregelmäßigkeiten, die dazu führen können, dass Leute von der Wahl entweder ausgeschlossen werden, mehr oder weniger, oder ja, dass ihre Stimmen ungültig gemacht werden. Dass sie nicht so teilhaben dürfen, wie das eigentlich ihr gutes Recht wäre. Und spätestens an der Stelle müsste man doch eigentlich alles auf Null setzen und sagen, so, Briefwahlunterlagen komplett neu raus, Ankündigung komplett neu raus. Wir haben offensichtlich wieder Scheiße gebaut, aber wir können das jetzt nicht so weiter vor sich hin blinkeln lassen. Aber das interessiert natürlich keinen. Man rühmt sich damit, man wolle das Vertrauen ja wiederherstellen. Hat bisher bestens funktioniert. Warten wir mal ab, was noch dabei rauskommt. Ich bezweifle, dass es ein sonderlich großer Unterschied zu dem, was sich 2021 abgespielt hat, werden wird. Aber hey, Berlin kann es eben nicht. Wenn das nicht so traurig wäre, dann wäre das eigentlich eine Sache, da könnte man eine eigene Comedy-Sendung draus machen. Also das würde sich anbieten, für Comedy Central irgendwie so um 3 Uhr morgens in der Nacht da so eine Satire-Show draus zu machen. Schnabeltasse schreibt, Strafanzeigen rauskloppen ohne Ende. Das ist ja wieder dieser riesen bürokratische Aufwand. Wissen ja viele Wahlberechtigte auch gar nicht, wie sie es machen sollen. Das kommt ja noch dazu. Sicher werden das einige Leute tun, bestimmt auch einige Kandidaten, die antreten. Aber so der normale Wahlberechtigte, der vielleicht gar nicht mitbekommt, dass seine Stimme jetzt ungültig ist, weil er den FDP-Mann gewählt hat. Klar, es wurde medial mitgeteilt, aber naja, ob das bei den Leuten auch ankommt, ist ja die nächste Frage. Der weiß ja vielleicht gar nicht, dass er da überhaupt berechtigt ist. Jetzt schreibt gerade jemand Wiederholung im September. Ja, wartet mal ab, vielleicht war das mit dem 12. September, mit dem Datum, die Absicht. Vielleicht wollen sie die Neuwahl einfach verschleppen bis September. Wie war das jetzt eigentlich in Thüringen? Sollte man da nicht im Sommer 2020 schon eine Neuwahl bekommen? Wir haben es jetzt Januar 2023, ist immer noch keine Neuwahl da. Und mittlerweile bereitet man sich auf die Landtagswahlen 2024 vor. Ja, ich würde sagen, da sind die Wähler mal eiskalt belogen worden, oder? Aber, howdy. Mal sehen, ob das in Berlin ähnlich aussieht. Man hat zwar bisher ein Datum angekündigt, man führt auch einen etwas halbherzigen Wahlkampf. Aber ob die Wahl dann wirklich durchgeführt wird, das werden wir sehen. Wenn das so weitergeht, würde es mich echt nicht wundern, wenn da kurz vor knapp doch nochmal irgendwas abgesagt wird oder noch ein Gerichtsprozess angestrengt wird. Vielleicht ist es sogar Absicht, dass man den Bockmist da baut. So nach dem Motto, Hauptsache länger auf den Stühlen bleiben, wenn die Wahl aufgrund von dubiosen
Vorfällen nicht wie geplant durchgeführt werden kann, dann ist es doch gut für all jene, die gerade irgendwo ein Pöstchen haben im Landesparlament oder in der BVV. Ich hoffe nicht, dass meine Vermutung an der Stelle stimmt, aber wundern oder überraschen würde es mich überhaupt nicht in Berlin. Gucken wir uns aber noch ein ganz, ganz anderes Thema an. Wir wechseln nämlich mal nach Westdeutschland aus dem schönen Shithole Berlinistan. Wir gucken mal zum Fokus rüber nach Nordrhein-Westfalen. Da haben sich nun zwei grüne Selbstdarsteller, wohl Landtagsabgeordnete Damen, nicht nur vor alle möglichen auftretenden Fernsehkameras und Pressefotoapparate geworfen. Nee, sie haben auch bei Twitter richtig Stimmung gemacht gegen den Abbau der Braunkohle in Lützerath. Braun oder Steinkohle? Ich verwechsel es hier. Ich glaube, Steinkohle ist es. Ich vertausche das andauernd. Müsste Steinkohle sein. Gegen den Abbau der Kohle in Lützerath. Da sind sie richtig auf die Barrikaden gegangen. Wie schlimm das doch wäre. Und Lützerath bleibt. Und alles ganz, ganz böse, was da abgeht. Also, dass der Konzern RWE, müsste es sein, die Grundstücke aufgekauft hat, dass alles dessen Land ist, die das ganz legitim abbaggern dürfen. Das eine politische Entscheidung vor allem war, die die Grünen mitgetragen haben. Das hat man an der Stelle wieder völlig vergessen. Nee, man stellt sich nun hin und macht richtig Stimmung, wie tief betroffen man doch ist. Ja, was man dabei nicht mit erwähnt ist, dass man selber dafür gestimmt hat, dass der Konzern das darf. Man hat also selbst im Landtag, oder was sogar der Bundestag, ich habe mir jetzt die Namen der Damen leider nicht rausgeschrieben. Ich habe mir die Tweets zwar gescreenshottet, aber ich wollte es euch nicht vorlesen, weil das so wirr ist. Auf jeden Fall sind es zwei grüne Damen, die sich nun groß darüber echauffieren, dass da gebaggert werden soll, die aber vorher selber noch dafür abgestimmt haben, dass es genauso passiert. Und da hat der Fokus berichtet, das ist die klassische grüne Doppelmoral. Erst stimmt man mit dafür, was ja auch tatsächlich sinnvoll ist an der Stelle. Und dann stellt man sich aber hin und inszeniert sich als großer Grünen-Vorkämpfer, how dare you, der böse Kohlekonzern. Okay, und warum hat man dann dafür gestimmt? Man hätte doch, wenn einem das nicht gefällt, dagegen stimmen können, oder? Also wäre doch ihr Recht gewesen als Abgeordnete. Wenn sie das nicht wollen, hätten sie mit Nein antworten können. Aber sie haben doch Ja gesagt. Ja, sie sind dafür, um dagegen zu sein, genau. Das ist so wieder dieses ganz Billige. Die Grünen haben es so entschieden, oder mit auch die Grünen haben es so entschieden, andere Parteien natürlich auch, haben sie tatsächlich mal was Rationales getan. Und dann, wenn es dann wirklich vonstatten geht, wenn natürlich auch gerade die gesamte Medienaufmerksamkeit da ist, dann kommen eben jene Grünen angefahren und inszenieren sich als große Dagegenaktivisten. Sie wollen das ja nicht. Ja, dann dürft ihr nicht so abstimmen, liebe Grünen. Das ist halt einfach Heuchelei an der Stelle. Aber gut, die gesamte Grünen-Fraktion hat gesagt, das passt so. Und dann, wenn es konkret wird, passt es den Grünen plötzlich nicht mehr. Und dann springen sie vor die Kameras. Und auch vor die Kameras gesprungen ist die heilige Gretel. War ja groß angekündigt, Gretel kommt nach Lützerath, was auch immer die da soll, haben sie da hingekarrt, damit sie sich vor die Kamera schmeißt. Ist ja klar, ist ja auch lukrativ. Eben jenes hat sie getan, kleine Gretel ist da eingeritten, hat sich vor die Kameras geschmissen und ist jetzt empört über das Vorgehen der Polizei. Was macht die böse Polizei? Naja, letzte Nacht haben sie da irgendwelche sogenannten Aktivisten, ich halte das ja eher für Extremisten, aus irgendwelchen Betonbunkern rausgezogen, weil denen kalt war. Ja, die haben sich da irgendwo eingebuddelt und dann haben sie die Polizei gerufen, ihnen ist kalt, sie brauchen Hilfe. Hat die Polizei die Fatzen da rausgezogen. Die Polizei zieht diese Trottel aus einsturzgefährdeten Tunnelsystemen und die Gretel echauffiert sich, das wäre ein empörendes Polizeivorgehen. Also erstens setzt die Polizei an der Stelle das Eigentumsrecht der Firma durch, die dieses Gelände erworben hat. Die sich dort breit gemacht haben, haben Hausfriedensbruch begangen, haben da ein Gelände annektiert, das ihnen nicht gehört. Jeder andere Eigentümer würde das genauso machen. Wenn sich, liebe Gretel, bei dir im Garten der Extremisten festpappen oder irgendwo eingraben in irgendwelche Maulwurfstunnel, dann würdest du auch die Polizei rufen und die abtransportieren lassen. Ist dein gutes Recht. Ist eines jedermanns gutes Recht. Ein gutes Recht. Aber das versteht so eine Gretel nicht. Interessant wird aber, dass der Polizeipräsident aus Niedersachsen war es, der Aachener Polizeipräsident hat sich dann so ein bisschen verwundert gezeigt und hat mitgeteilt, na Moment, er war vor Ort und während die heilige Gretel sich da vor die Kameras geschmissen hat, den größten Teil ihres Aufenthalts da, hat sie mit der Presse geredet, ja was auch sonst, deswegen ist die Gretel dahin gebracht worden, während die Gretel sich da also hat bauchpinseln lassen von den Journalisten, währenddessen hat die Polizei fast schon behutsam versucht, die Extremisten aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Also die sind ja wirklich sehr behutsam, was das angeht. Und liebe Gretel, ich teile die Einstellung, dass das Polizeivorgehen da empörend ist. Denn wenn man sieht, dass auf der einen Seite Rentner niedergedroschen werden, weil sie mit dem Grundgesetz auf einer Bank sitzen, dass friedliche Demonstranten bei teilweise relativ niedrigen Temperaturen mit dem Wasserwerfer bedroht werden und abgeschossen werden
und gleichzeitig ein paar Monate später Extremisten, Straftäter, ja fast schon darum gebeten werden, noch bitte, bitte, bitte aufzuhören mit ihren Straftaten, damit die Polizei nicht dagegen vorgehen muss. Bitte, bitte kommt doch da raus. Wir wollen euch doch nicht rausholen. Wir dürfen euch doch nicht anfassen. Also da ist das tatsächlich empörend. Mit dem Wasserwerfer auf Rentner kein Problem, die überhaupt keine Gefahr dargestellt haben. Aber tagelang sich mit Molotow-Cocktails beschmeißen lassen von irgendwelchen Extremisten, die dann noch irgendwelche paramilitärischen Gräbenkämpfer offensichtlich versuchen zu forcieren. Ja, ist tatsächlich empörend, wie die Polizeiarbeit an der Stelle stattfindet. Theoretisch hätte man dieses Moloch binnen weniger Stunden freiräumen können, wenn man es gewollt hätte. Wollte man aber offenbar nicht. Und es wird noch viel absurder, denn es geht nochmal um diese Gräben, die sie da ausgehoben haben. Die scheinen nun mittlerweile zum Problem zu werden. Nachzulesen ist das beim Tagesspiegel. Da wurde groß berichtet, dass sich einige der Aktivisten nun unterirdisch verschanzt haben. Ging auch ein Video durch soziale Netzwerke, wo sie behaupten, so ein Tunnel wäre ja leichter zu verteidigen als ein Baumhaus. Das ist ja viel schwerer zu räumen, so ein Tunnel. Lustig in diesem Video war die Dekoration, die neben ihnen stand. Da habe ich mich echt weggehauen. Das ist ein Screenshot beim Tagesspiegel beigefügt, könnt ihr euch anschauen. Denn in diesem Video hocken die Vermummten wie die Maulwürfe in ihrem Tunnel und daneben steht eine Plastikblume. Ja, ohne Scheiß. Die haben da in ihrem Tunnel so eine Plastikpflanze aufgestellt. Das ist doch echt, also ich dachte, Plastik wäre böse. Da hocken sie da wirklich wie die Maulwürfe mit Sonnenbrille und komplett in Schwarz und vermummt unter der Erde und vor ihnen steht eine Plastikblume. Also, es ist einfach nur reale Satire. Haben sich da wohl teilweise angekettet und nun macht man sich Sorgen, weil wohl die Kommunikation abgebrochen wäre und der Boden vibriert, also es wäre ja lebensgefährlich. Liebe Weltuntergangssekte, ja, dass wenn man sich irgendwo eingräbt, ohne das notwendige Fachwissen zu haben, um einen vernünftigen Stollen zu bauen, dass es mitunter lebensgefährlich ist, das weiß eigentlich jedes Kind. Wenn man das tut, weil man offensichtlich Aufmerksamkeit haben will oder Langeweile hat oder sonst was, dann ist man dafür selber verantwortlich. Und wenn dann der Boden vibriert, ja, tut mir leid, wenn das einstürzt, dann stürzt es ein. Das wusste man vorher, Darwin Award an der Stelle. Genauso wie die Eule, die auf den Strommasten geklettert ist. Dass man jetzt aber rumheult, sie wären in Lebensgefahr, ja, dann kriecht er halt nicht rein. Ganz einfach, schon hätte man das Problem gelöst. Aber nun wäre ja der Kontakt abgebrochen und deswegen sollen sofort Journalisten vorgelassen werden. Forderung an die Polizei. Moment, da ist angeblich Lebensgefahr, weil der Boden vibriert und die Kommunikation wäre abgebrochen, weil die Handys offensichtlich keinen Empfang haben. Ist jetzt unterirdisch auch nicht ganz so ungewöhnlich. Und deswegen soll man jetzt sofort die Journalisten vorlassen? Was sollen die da machen? Wäre es nicht sinnvoller, das THW vorzulassen, wenn es da angeblich eine Gefährdung gibt? Ah nee, man will ja die Fotos für die Titelseiten haben, wie heroisch sie ihr Leben riskieren, nicht wahr? Also da sieht man noch wieder diesen Irrsinn. Ach, und mit der Polizei wollen sie angeblich nicht kommunizieren, die Aktivisten, die da im Tunnel hocken, sie wollen nur mit anderen Aktivisten kommunizieren. Ach so, und wie genau haben sie das übermittelt, wenn die Kommunikation abgebrochen ist? Mit Rauchzeichen? Ja, geht ja nicht unterirdisch, wird schwierig. Haben sie geklopft? Ach, weiß es nicht. War übrigens eine ganz spannende Sache, wie man das in Konstantinopel gelöst hat. Man hat kurzerhand heißes Öl in die Stollen gekippt und schon waren sie wieder draußen, aber ganz, ganz flott. Ja, die konnten die Stadt trotzdem nicht halten, es lag aber an den Superkanonen, die es damals einfach in der Form nicht gegeben hat, die dann plötzlich auf osmanischer Seite vorhanden waren. Aber um die Tunnel auszuräuchern, um die Gräben ein Stück weit aufzulösen, um dafür zu sorgen, dass die Invasoren nicht unterirdisch sich reinbuddeln konnten, haben sie heißes Öl reingekippt, unter anderem. Und da sind sie aber flitzen gegangen, schneller als sie gebuddelt haben. Kann man im Jahr 2023 natürlich nicht mehr tun. Ist ja alles politisch inkorrekt. Aber man könnte ja vielleicht das machen, was die immer machen. Man könnte einfach reinscheißen. Und durch den Gestank kommen sie alleine raus. Die werfen doch mit Kacke, das finden die doch geil. Warum nicht einfach mal reinscheißen in so einen Tunnel? Naja, kleiner Scherz am Rande. Offensichtlich wäre es eine ach so schlimme Gefahr da in dem Tunnelsystem. Aber zeitgleich sollen natürlich statt jemand, der da mit schwerem Gerät andrückt, um die da rauszufischen, sollen die Journalisten vorgelassen werden. Jo, absolut konsequent. Da sieht man, wie gefährlich die Lage ist. Es ist nämlich wohl wieder ein Haufen Wirbel um gar nichts. Aber klar, man kann ja so tun, als wäre jetzt die Polizei dran schuld, dass der Boden vibriert. Ja, dann kommt doch einfach raus aus der Mühle. Ich frage mich sowieso, wie erwachsene Leute so doof sein können, sich da irgendwo einzubuddeln. Also können sie ja machen, aber dann heult doch bitte nicht rum, wenn dann auffällt, ist vielleicht blöd, hier ist keine Klimaanlage da unten. Ja, weiß eigentlich jeder Minenarbeiter schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, dass es eine blöde Idee ist, sich einfach auf gut Glück irgendwo reinzugraben. Dafür hat man früher unter anderem Vögel mitgeführt, um zu gucken, wie der Sauerstoffgehalt ist in so einer Mine.
ja, da sind sie mittlerweile zu doof für. Also hat offensichtlich auch keiner dran gedacht, denn eines der größten Probleme ist nicht etwa, dass es einstürzt, das kann auch passieren, sondern ist der möglicherweise eintretende Sauerstoffmangel. Aber hey, wir wissen ja, Grüne und Sauerstoff sowieso, how dare you, ist ja böses CO2 mit in der Luft, Luft ist böse. Oh, wenn man sich da unten einbuddelt, kann man dann vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Bekanntschaft mit seinem ach so schlimmen CO2 machen, weil an der Stelle ist dann wirklich ein bisschen doof, weil wenn die Luft nicht zirkulieren kann, ist dann ungünstig. Aber hey, so Grünling meint ja auch, da sind 80% Kohlenstoff in der Luft, nicht wahr? Ach, Kohlenstoffdioxid war es ja. Ist natürlich Blödsinn, haben wir schon 100-mal drüber geredet, aber das zeigt wieder, wie überhaupt nicht nachgedacht wird. Ja, vielleicht schützt sie ja der Maulkorb, aber ich fand diese Argumentation echt göttlich. Lest es bitte im Tagesspiegel nach, es ist grandios. Der Kontakt wäre abgebrochen, man fürchtet um die Gesundheit der Aktivisten in den Tunneln. Gleichzeitig weiß man aber, dass die nicht mit der Polizei kommunizieren wollen, sondern nur mit anderen Aktivisten und mit der Presse, das wissen wir auch, obwohl der Kontakt abgebrochen ist. Dann vibriert der Boden und statt man dann vielleicht dafür sorgt, dass die Polizei wieder rausbaggern kann oder das THW oder sonst wer sich damit auskennt, wie man einen Boden aushebt, meinetwegen ist irgendjemand vom Tiefbauamt geschickt ist, stattdessen will man die Journalisten vorgelassen kriegen. Ah ja, und den drückt man dann ein Schäufelchen in die Hand und so kleines Sand, so ein Sand einmischen und dann fangen sie an zu graben oder wie. Also es ist eine reine Chose, eine reine Selbstdarstellung, die da abgeht, die so absurd ist, dass man sie sich echt nicht ausdenken kann. Aber immerhin saßen zumindest die in diesem Video zu sehenden oder die da drin saßen in dem Tunnel, die sahen zumindest einigermaßen volljährig aus. Denn richtig eklig wird es natürlich, wenn sie da irgendwie Kinder oder so reinzerren. Das haben sie aber an der Stelle hoffentlich, von dem, was ich mitbekommen habe, bisher nicht gemacht. Wer da als volljähriger Bürger der Meinung ist, sich da in Boden einzubuddeln, ja, der weiß eigentlich, Sauerstoff könnte ein Problem sein und ob der Boden das hält, ist auch so eine Frage. Ist das eigenes Risiko. Bei jüngeren Leuten, die das vielleicht noch nicht so richtig einschätzen können, da wäre das was anderes. Die wären dann vielleicht wirklich unverschuldet reingeraten, wenn sie damit reingezogen wären, von wegen, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen und du kommst mit. Das wäre dann eine andere Sachlage. Dann müsste man alles dran setzen, um die ohne Schäden da wieder rauszukriegen. Aber bei volljährigen Erwachsenen, die wissentlich und willentlich in dieser Situation geraten sind, ja mein Gott, dann lass sie doch hocken. Und? Sollen sie von der anderen Seite ranbackern? Da können sie winken, wenn da das Loch auf ist. Da sehen sie doch, wenn die Backerschaufel kommt. Passt doch, können sie es dann gleich rausziehen. Naja, aber jetzt ist das große Drama, dass sie um die Gesundheit dieser Leute fürchten. Ja, blöd. Also, wenn jemand von der Eisenbahnbrücke springt, und zwar, weil er, was weiß ich, Aktivist ist und ein Zeichen setzen will und dann rumgeheult wird, wir fürchten um die Gesundheit von dem, ja selber schuld an der Stelle. Dann macht so eine Scheiße nicht. Aber im besten Absurdistan aller Zeiten, im Nanny-Staat, ist das mit der Eigenverantwortung ja sowieso so eine Sache, da will man ja gar nicht drüber reden, ist ja dann immer die Verantwortung aller anderen, nicht wahr? Da graben sich erwachsene Leute ein und das führt unter Umständen zu gesundheitlichen Problemen und die Gesellschaft ist jetzt daran schuld. Wir müssen sie sofort retten. Ja, wieso? Also, mit welcher Begründung muss da jetzt Geld und Arbeitsaufwand betrieben werden, um die da rauszuziehen, lasst sie sitzen? Entweder sie kommen wieder raus oder halt nicht. Eigene Entscheidung, aber gut, das ist eben Absurdistan, Vollkasko-Staat. Und wer zahlt's? Ja, mit Sicherheit nicht die da sitzen. Ich glaube, wir sind dann soweit erstmal durch. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas anderes ganz Wichtiges vergessen habe. Nee, nur das heilige Gretelchen, aber das hatten wir ja jetzt. Ja, würde ich meinen, rutschen wir mal gemütlich in den Samstag. Ich habe langsam auch ein bisschen Hunger. Ich muss nur erst einkaufen gehen, ich habe nichts mehr zu trinken da. Ich hab normalerweise immer Wasser auf Vorrat, denn das Leitungswasser hier, das kann man nicht trinken, das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, ob die Leitungen so alt sind, keine Ahnung. Also es schmeckt einfach eklig. Deswegen muss ich leider immer Wasser aus dem Supermarkt kaufen, auch wenn das ein bisschen blöd ist. Normalerweise ist ja bei Leitungswasser genau das Gleiche, aber hier hält man es echt nicht aus, das ist boah. Aber das haben mir die Nachbarn auch schon gesagt, es ist bei denen genauso, das scheint irgendwie an den Leitungen zu liegen. Aber es ist jetzt bei so einem Uralthaus auch nicht verwunderlich. Deswegen muss ich jetzt erstmal Wasser kaufen gehen. Ich habe nämlich Durst und da kaufe ich mir auch gleich was zum Frühstück. Und dann sehen wir uns später wieder. Heute Abend um 21 Uhr bzw. plus minus 21 Uhr ist dann unser Samstagsausritt. Ich habe allerdings noch kein so richtig schönes Motto. Ich werde es vorher noch irgendwann im Community-Tab posten, wird nichts Spektakuläres werden. Wir haben nämlich kein Winterdorf mehr, wir haben auch keinen Schnee mehr. Wir machen also heute einen ganz gemütlichen heute Abend. Aber ich habe noch kein wirklich schönes, irgendwie überzeugendes Motto gefunden. Wenn da jemand von euch Ideen hat, unter welches Motto wir uns den Ausritt stellen können, gerne kommentieren. Macht Vorschläge, ansonsten irgendwas wird mir einfallen, aber es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie was Großes, Aufwendiges ist. Wir machen heute einen ganz gemütlichen kleinen Ausritt.
Mal schauen, vielleicht suche ich irgendeine Farbe aus, alles blau oder alles gelb oder wie auch immer, dass wir so ein bisschen irgendwas Lustiges als Begleitthema haben, aber nichts, was groß im Fokus stehen wird. Da wir ja das letzte Mal komplett in weiß unterwegs waren, schauen wir mal, ist ja noch ein bisschen Zeit bis heute Abend. Kriegt ihr dann hoffentlich rechtzeitig mit. Start wie immer so zwischen 21 und 21:30 Uhr, das kennt ihr ja. Hab vorher noch Training, muss jetzt erstmal noch kurz eine Waschmaschine waschen und das Zeug in den Wäschetrockner schmeißen, damit meine Trainingssachen nachher pünktlich wieder trocken sind. Muss also ein bisschen Gas geben. Ich werde also nicht vor heute Abend zu Hause sein, aber pünktlich um 21 Uhr wird zumindest der Stream schon mal angekündigt sein und dann reiten wir gemeinsam los. Dann schauen wir, dass wir auch noch ein Late Night machen, denn das ist ja eigentlich der Vlog von nur heute Mitternacht. Da müssen wir jetzt zum nächsten Mitternacht hier auch wieder einen Vlog haben. Wir sehen uns also heute noch einige Male. Jetzt erstmal nicht ärgern lassen. Fladdy ist auch mit da. Guck mal hier. Der Einzige, oder die Einzige, die ich gerade nicht sehe, ist Jujunskaya. Ich weiß nicht, was sie macht. Aber ihr wisst, ihr geht's gut. Dir. Nee. Hab gerade was vorbeigehuscht. Ich dachte schon, Moment, war das gerade Juna? Das wäre schlecht, aber ich habe kein Fenster offen. Kann eigentlich nicht sein. Nee, sind alle da. Jujunskaya ist oben. Heißt, ihr seht sie dann sicherlich später wieder. Aber jetzt genießt erstmal den Samstag. Macht was Schönes aus dem Wochenende. Und dann bis nachher. Nee, aufgefordert wurde wurde niemand, keine Sorge. Wobei, da ist sie. Schaut mal. Sie ist doch da. Ich dachte, die wäre irgendwo oben, aber guck mal da hinten. Da sitzt unsere Juna. Ja, toll. Jetzt kommt der Fladdy. Nimm mal den Popo weg. Schaut, da sitzt das Junchen. Komm runter, Kater. Also ihr seht, aufgefuttert ist hier gar keiner. Allen geht's gut. Sie hat nur keinen Bock herzukommen. Die fragt sich wahrscheinlich, was ich hier um die Uhrzeit mache. Die sieht etwas echauffiert aus. Ah, Fladdy schnurrt. Junchen? Komm, Juna, komm hier. Juna. Oh, Juna mag mich. Aber nehmen wir den Zug mal raus. Ihr schaut, es schnurrt. Ach, und da kommt's. Kommt. Richtig, I am Snow White. Ich bin außerhalb der regulären Arbeitszeit anwesend. Das irritiert die Chefin etwas. Das ist nicht unsere Kernarbeitszeit hier in der Redaktion. Hört ihr es schnurren? Jetzt hat Juna auch mal was gesagt. Schaut, wie friedlich das funktioniert in der Redaktion. Ungefähr eine Woche bleibt uns unser Weihnachtsbaum noch erhalten, da schon gefragt wurde. Ich glaube, nächste Woche holen sie bei uns die Bäume ab. Muss ich nochmal schauen. Dann müssen wir unseren Redaktionsbaum leider wieder abbauen. Bambis Blume, ich glaube, dann würde Juna mich aus der Bude schmeißen. Juna ist, glaube ich, mit ihrem Fladikanten schon ganz gut ausgelastet. Ja, Junas Fell ist immer schön. Die glänzt wie so eine Speckschwarte. Die ist auch echt eine schöne Katze. Unsere Diva.
Nee, Walter, der Fladdy ist kein Problem. Juna ist die olle Zimtzicke an der Stelle. Der Fladdy, der mag jeden. Der hätte auch kein Problem, wenn er noch 10 andere Katzen mit einziehen. Dem Fladdy, der würde das nicht stören. Der findet das wahrscheinlich toll. Aber Juna. Junzi? Die ist eben schon eher so das Modell. Gediegene, feine Dame. Nee, wir knabbern der Chefin nicht am Schwanz. Das mag sie nicht. Die mögen den Baum alle beide. Der Fladdy hing ja auch schon ein paar Mal drin im Baum. Den finden sie beide gut. Jetzt hat Juna was gehört. Jetzt ist beim Nachbarn irgendwas umgefallen. Jetzt wird das mal nachgeschaut. Ja, da hinten von der Wand, da kam gerade dieses Umfallgeräusch, das habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Da ist Juna jetzt unterwegs und beobachtet. Aber jetzt ist Essenszeit, 8.31 Uhr, ich habe Hunger. Das bedeutet, wir sehen uns dann heute Abend wieder, deswegen bis dann. Ich glaube, war recht ausführlich für ein kleines... Oh, Siri will euch auch bis später wünschen. War relativ ausführlich und umfangreich für ein kleines Frühstücksfernsehen. Ich dachte, so ein halbes Stündchen machen wir. Naja, denkst du nicht, wahr? 50 Minuten, kennt ihr ja schon. Aber hey, macht nichts. Jetzt aber bis nachher. Na komm, geh aus.